In the biggest campaign to date, Halo Infinite invites players to become Master Chief and discover true Spartan freedom in the most wide-open and adventure-filled Halo experience yet. Die Werbung hier hat nicht gelogen. Die Story-Kampagne von Halo Infinite ist tatsächlich die größte, die es je in der Shooter-Serie gab. Und sie ist natürlich vollgestopft mit abwechslungsreichen Missionen, vielseitigen Umgebungen und grandiosen Wow-Momenten, so wie wir es von Halo gewohnt sind. Nee, Quatsch, war ein Scherz. Sie ist vollgestopft mit bedeutungslosen Nebenaufgaben, aufgezwungenen Freischaltungssystemen und Copy-and-Paste-Locations. Es gibt eine Karte voller Icons zum Abarbeiten und jede Menge Beschäftigungstherapie, um die Spielzeit in die Länge zu zerren. Beispielsweise etliche wahllos in der Spielwelt verstreute besondere Ziele, die wir ausschalten sollen, um etwas bessere Waffenvarianten freizuschalten. Besonders ist an diesen Gegnern allerdings nur, dass sie einen Zusatzschild und lächerlich viel Lebenspunkte haben. Aber hey, so kommt man dann tatsächlich auch zur längsten Kampagne der Serie. Denn die Aussage stimmt tatsächlich. Ich habe fast 19 Stunden gebraucht, um sie auf dem zweithöchsten von 4 Schwierigkeitsgraden durchzuspielen. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, um sie durchzuarbeiten. Denn 12 identische Vorpostenplattformen zu erobern, viel zu oft irgendwelche Batterien von A nach B zu schleppen, immer gleiche Kühlungssilos hochzujagen und eine Handvoll Außenposten, die sich auch alle recht ähnlich sehen, in den Nebenmissionen von Gegnern zu befreien, ist eigentlich nicht das, was ich mir von einer neuen Halo-Kampagne erhofft hatte. Ihr wisst schon, Halo, diese Shooter-Serie, die uns den Anflug auf den schweigenden Kartografen in Halo 1 gebracht hat und natürlich auch den anschließenden Kampf am Strand der Insel. Halo, das uns auf Reach an großen Schlachten hat teilnehmen lassen und uns dann sogar mit einem Raumjäger ins All schoss. Halo, das im dritten Serienteil mit dem ersten Kampf gegen einen freilaufenden Scarab für Staunen sorgte und das sogar mal genug Platz für Nacht- und Nebeleinsätze in heimlichen Infiltrationen hatte, nur um uns dann wieder durch Städte, Wüsten, Raumstationen und Dschungel zu schicken. Das Halo. Doch jetzt ist Halo ein Open-World-Spiel und in Open-Worlds werden Audiologs irgendwo auf irgendwelchen Bergen gesucht, damit man der ohnehin etwas wirr erzählten Story folgen kann. Nur um dann mit einem Cliffhanger-Ende abgespeist zu werden, bei dem man den Bildschirm anbrüllen will, das wäre die Geschichte gewesen, die ihr hättet erzählen sollen und nicht nur andeuten. Andererseits, bis Halo 7 die Story dann in ein paar Jahren vielleicht aufgreift, ist wahrscheinlich sowieso wieder die Hälfte vergessen, so wie auch Halo Infinite versucht, einen Großteil dessen, was vor dem Spiel passiert ist, zu ignorieren oder über weite Strecken nebulös zu lassen. Wer Halo bislang nicht kennt, wird jedenfalls größtenteils nur Bahnhof verstehen. Und wer es kennt, wird sich wundern, warum wichtige Figuren höchstens mal in den, wie schon gesagt, sehr willkürlich über die Welt ausgeschütteten Audiologs auftauchen. Ich verschaffe uns Zeit. Überhaupt bleibt die Story von Halo Infinite ziemlich klein und vermittelt nie eine epische Tragweite, wie es oft in früheren Serienteilen der Fall war. Das liegt aber auch daran, dass es nur wenige eindrucksvolle Momente gibt. Und selbst die manchmal durchaus emotionalen Zwischensequenzen liegen meist so weit auseinander, dass ihnen die viele Latsche und Kletterei zwischendurch ein bisschen was vom Impact nimmt. Halo Infinite hat also ein großes Problem mit dem Pacing, aber ach, Halo Infinite hat so viele Probleme. Die Menschen werden niederknien vor deinem Erbe. Die große Tragik ist jedoch, dass das neue Halo trotz seiner ganzen Schwächen gleichzeitig auch das beste Shooter-Gameplay bietet, das ich seit Jahren erlebt habe und wahrscheinlich auch das beste der ganzen Serie. Und das will schon was heißen, schließlich ist das hier Halo. Doch so gut wie bei Infinite waren Waffen-Impact, Bewegungsgefühl, Sound und Chaos-Faktor noch nie. Als besonderes Gadget muss da der Greifhaken hervorgehoben werden, der den Kämpfen eine ganz neue Dynamik gibt. Mit dem neuen Tool kann sich der Master Chief nicht nur selbst durch die Spielwelt katapultieren, er kann auch Objekte zu sich ziehen, um sie dann auf Gegner zu werfen, oder er zieht sich mit dem Haken eine neue Waffe heran. Oder er lässt sich an ein gegnerisches Fahrzeug heranziehen, um es dann zu übernehmen. Kurz gesagt, das Kern-Gameplay ist der absolute Hammer. Auch die Gegner mit ihrem ikonischen Design und der selbst in der Open World meist gut funktionierenden KI machen einen Heidenspaß. Doch nur ein Mensch. Es ist da.
Jede Spezies hat ihre ganz eigenen Verhaltensweisen und Ausrüstung. Allerdings solltet ihr keine großen Gefechte erwarten. Halo Infinite setzt mehr auf kleinere Scharmützel und lässt Gegner an einigen Orten auch unendlich nachspawnen, wenn ihr später nochmal vorbeikommt. Das nimmt den Gefechten dann ein bisschen die Bedeutung, weil der Kampf so beliebig wirkt. Aber das ist ein Problem, das das Spiel auch an anderen Stellen hat. Beispielsweise bei der Verstärkung. Und für die Erklärung muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Halo Infinite spielt auf dem sogenannten Zeta Halo oder zumindest auf einem kleinen Teil des Rings. Am Anfang der Story ist der Master Chief zunächst fast allein und hat nur einen Piloten samt Pelican Landungsschiff an seiner Seite. Das Missionsziel ist es nun, herauszufinden, was die Verbannten, also die feindliche Hauptfraktion im Spiel, auf diesem Ring eigentlich will. Die Verbannten rekrutieren sich übrigens aus den Rassen der Allianz aus früheren Halo-Spielen. Ihr trefft also auf Brutes, Eliten, Hunter, Grunts und so weiter. Ihr müsst euch nur neu anstreichen und schon habt ihr eine neue Fraktion, was? Der Master Chief hat dagegen nur eine Spezies an seiner Seite und das sind die Menschen in Form von anderen Marines, die auf dem Halo verstreut sind und von denen wir etliche Trupps im Verlauf der Kampagne retten. Mal abgesehen davon, dass diese Befreiungen immer gleich ablaufen und so wie fast alle anderen Inhalte auch ziemlich lieblos in die Welt gestreut sind, erfahren wir meist weder, wie die Truppen eigentlich an den oft sehr entlegenen Orten gelandet sind oder ob sie noch eine Mission haben, die wir vielleicht beenden sollten. Stattdessen schließen sich die Marines dem Master Chief an, was erstmal cool ist. Und wir bekommen Tapferkeitspunkte, mit denen wir nach und nach immer bessere Ausrüstung an den bereits erwähnten Vorpostenplattformen anfordern können. Bis hin zu Panzern und Fluggeräten. Letztere machen die Suche nach Audiologs oder besonderen Artefakten auf dem Ring in der zweiten Spielhälfte übrigens bedeutend einfacher, nehmen aber auch vielen Feindbegegnungen die Herausforderung, weil wir Gegner aus der Ferne abballern, ohne dass die sich effizient wehren können. Da haben sich die Entwickler also ein bisschen in eine Sackgasse designt, weshalb ihr im letzten Drittel des Spiels ohne Erklärung keinen Zugriff mehr auf die ganzen freigeschalteten Waffen und Fahrzeuge habt, obwohl deren Lieferung 10 Minuten vorher und ein Tal weiter bislang kein Problem war. Und zwar so richtig kein Problem, denn ihr könnt euch normalerweise immer wieder per Schnellreise zurück zu einem Vorposten beamen lassen und Nachschub anfordern. Macht im Zusammenhang mit der Story und dem Setting keinen Sinn. Schließlich erzählt uns das Spiel ja ständig, dass wir hier fast allein sind und eigentlich keine Ressourcen haben, aber muss halt für die Open-World-Spielbarkeit scheinbar sein. Und wenn sich das nicht schon beliebig und bedeutungslos genug anfühlt, dann sei vielleicht noch gesagt, dass die ganzen Truppen, die ihr überall in der Spielwelt rettet, fast völlig nutzlos für euch sind. Mal abgesehen davon, dass ihr mit den verdienten Tapferkeitspunkten neue Ausrüstung freischaltet. Es gibt keine dynamischen Gefechte in der Spielwelt, wo dann die befreiten Marines mal gegen die Verbannten kämpfen und ihr seht, was eure Arbeit für Früchte trägt. Noch besser, im kompletten Spiel wird nicht einmal menschliche Verstärkung für euch abgesetzt, wenn ihr irgendwo in einer Mission oder einfach nur in der Open World unterwegs seid. Die Marines können nicht mal Fahrzeuge steuern. Also diese klassische Halo-Szene, dass ein Pelican ankommt, ein Warthog absetzt und ihr dann Seite an Seite mit der KI kämpft, gibt es so nicht. Ihr müsst euch das immer selbst bauen, indem ihr an einer der Plattformen ein Fahrzeug spawnt und dann einen Trupp zum Kampfgebiet kutschiert, was echt albern sein kann, weil ja nur ein Teil der Soldaten auf die Fahrzeuge passt und der Rest dann die langen Märsche zu Fuß zurücklegen muss, vorausgesetzt, sie verweigern im Gelände nicht einfach den Dienst. Gibt's Befehle, Sir? Ab und an kann man aber auch Fahrzeuge in der Spielwelt finden und in manchen Außenposten gibt es Marines, die man befreien kann. Kann jederzeit den Außenposten. Die Schande wird nicht fallen. Dann kann man schnell mal eine kleine Armee um sich versammeln und es kommt tatsächlich zu echt coolen Szenen. Aber das müsst ihr alles selbst organisieren. Das Spiel hat keine Szene, in der so ein Moment mal von den Entwicklern eindrucksvoll inszeniert wurde, damit ihr euch als Teil eines großen Einsatzes fühlen könnt. Es gibt keine Szene, in der mal mehrere Landungsschiffe ankommen und Panzer absetzen. Es gibt keine Szene, in der mal mehrere Warthogs über eine Hügelkette springen und ins Gefecht einsteigen. Es gibt keine Szene, in der ein Scarab mal über eine Klippe klettert und euch vor eine neue Aufgabe stellt. Es gibt fast keine Inszenierung innerhalb der Open World, die über das, was die Kern-Gameplay-Mechaniken anbieten, hinausgeht.
Ich bin am Geschütz. Stattdessen kommt man sich manchmal vor, als müsste man eine Kindergartentruppe durchs Gelände führen. Klar, man braucht die KI nicht, um die Kämpfe zu gewinnen, aber ein Teil von Halo war schon immer, dass man Seite an Seite mit den UNSC Marines kämpft und selbst wenn es nur für die Atmosphäre ist, es gehört einfach zu Halo dazu. Die Gegner haben ja auch kein Problem damit, neue Truppen irgendwo im Gelände abzusetzen und aus dem Hut zu zaubern. Warum geht das bei den Menschen nicht? Die Antwort liegt mal wieder im Open-World-Ansatz, bei dem die Entwickler versuchen, mit Spielsystemen, die überall funktionieren müssen, handgebaute Szenen zu ersetzen. Der Kompromiss ist dabei oft, dass der besondere Moment auf der Strecke bleibt. Ein ziemlich hoher Preis für eine Open-World, die zwar ganz ordentlich anzuschauen ist, aber ansonsten nicht viel zu bieten hat, nicht mal Abwechslung. Wisst ihr noch der Ankündigungstrailer zu Halo Infinite von 2018? Da wurden große Tierherden gezeigt, da wurde ein Wüstensetting angedeutet, da wurde ein Mysterium unter der Wasseroberfläche versprochen, da wurden sogar schneebedeckte Berge gezeigt. Komm schon, sei still. Nichts davon ist im fertigen Spiel. Es gibt nur das Wald- und Wiesensetting, keine Wüste, kein Schnee, keine großen Tiere, nicht mal Regen. Auch die Innenbereiche des Rings sehen fast immer gleich aus, was natürlich teilweise der grundlegenden Architektur geschuldet ist, aber einige Räume wurden einfach, genau wie die Basismodule der Verbanden, 1:1 kopiert. Aber das passt natürlich zur Copy-and-Paste-Mentalität des ganzen Spiels. Da wird eine Idee genommen und so oft kopiert, bis es albern wird. Was bei der grundsätzlich schwachen Qualität der Ideen in diesem Spiel leider nicht lange dauert. Nehmen wir die Propagandatürme der Verbanden, von denen wir etliche zerstören sollen und die an den lächerlichsten Orten in der Spielwelt platziert sind. Beispielsweise auf diesem Berg am Kartenrand. Warum steht das Ding hier? Man hört es eh nur ein paar Meter weit und hier kommt doch kein Marine vorbei, der sich davon beeindrucken lässt. Der Turm steht natürlich hier, weil die Open World nun mal gebaut wurde und jetzt mit irgendwas gefüllt werden muss. Also werden überall diese Türmchen hinkopiert, weil Türme in Open World Spielen ja immer super gut ankommen. Naja, wenigstens kann man sie hier zerstören. Ähnlich merkwürdig läuft auch die Sache mit den Spartenkernen, die man einsammeln muss, um Upgrades für die eigene Ausrüstung freizuschalten, beispielsweise einen aufgeladenen Angriff für den Greifhaken. Diese Kisten sind auch wild in der Spielwelt verteilt, manchmal bei Wracks, aber manchmal auch einfach irgendwo, warum auch immer. Wer schleppt diese Boxen mit Upgrades für die Rüstung vom Master Chief eigentlich rum? Wahrscheinlich der, wir müssen den Spieler beschäftigen, wollen aber keine interessanten Missionen bauen, Bär. Was an diesen ganzen Nebenaufgaben, die ja letztlich dann aber doch den Großteil der Spielzeit ausmachen, am ärgerlichsten ist, dass sie ein paar Grundregeln von gutem Open-World-Design einfach total ignorieren. Eine Regel wäre zum Beispiel, wenn man irgendwo in der Entfernung ein Objekt platziert, ein besonderes Objekt, zum Beispiel ein Wrack, dann sollte dort auch, wenn der Spieler da ankommt, irgendwas sein. Wenn man den Spieler irgendwo in der Pampa Marines retten lässt, dann sollte auch dort irgendwas Zusätzliches als Belohnung sein, zum Beispiel ein Audiolog. Manchmal sind da auch welche, aber an ganz vielen durchaus auf den ersten Blick interessant aussehenden Orten in der Spielwelt ist einfach gar nichts, was natürlich auch eine sehr inkonsistente Botschaft an den Spieler selbst schickt, ob man sich nun auf Erkundung einlassen sollte oder nicht. Und das sind ganz, ganz viele vertane Chancen, die da durchaus in der Spielwelt vorhanden wären und die das Spiel auch gebraucht hätte, um mehr Hintergründe zu erklären, um das ganze Setting besser zu etablieren und auch die Faszination des Rings und der Schicksale, die sich in den letzten Monaten ereignet haben. Aber solche vertanen Chancen und Schwächen wären vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es viele tolle Hauptmissionen gäbe, aber die gibt es nicht. Ja, ein paar Einsätze in der Hauptstory sind ganz stimmungsvoll und es gibt jetzt richtige Bosskämpfe, aber auch die entwickeln sich oft eher zu überstrapazierten Bullet Sponges und können nie die eindrucksvollen Missionshighlights früherer Serienteile ersetzen. Auf dem Weg zum Finale, also da, wo langsam wirklich mal das Spektakel rausgeholt werden sollte, schicken euch die Entwickler allen Ernstes durch drei Horde-Trainingsräume, wo einfach ein paar UNSC-Grafik-Assets in große Lagerhallen geknallt wurden und massig Gegner auf euch zustürmen. Sorry für den Spoiler an dieser Stelle, aber so eine Szene kann nicht unerwähnt bleiben, wenn sie Teil eines Finales in einem Spiel ist, in dem man erst etliche Soldaten retten muss, nur um dann im Alleingang so einen 0815-Quatsch zu machen. Das ist nicht fair!
Es ist schon ein bisschen verrückt. Alles, was schlecht an der Kampagne von Halo Infinite ist, kann man auf den Open-World-Ansatz zurückführen, dessen Umsetzung zu einer kreativen Bankrotterklärung des Entwicklerteams von 343 Industries geworden ist. Ich weiß es nicht. Es ist wunderschön und kaputt. Wirklich. Wirklich kaputt. Was hingegen gut an Halo ist, stammt von Halo. Von der Musik über das Design, die KI und das Setting bis zu dem, und ich kann es gar nicht oft genug sagen, grandiosem Kampfgameplay. Wenn der Soundtrack einsetzt und man in einem vollbesetzten War Talk den Gegnern entgegenberettert, ist das Magie. Wenn man hingegen seit 10 Minuten einen Berg hochkraxelt, weil da hinten ein Wrack liegt, das ja vielleicht einen Upgrade-Punkt oder einen Audio-Log enthalten könnte, fragt man sich schon, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ich bin der Master Chief. Warum muss ich Upgrade-Punkte in der Pampa suchen, wenn Dutzende befreite Marines überall in Außenposten rumlaufen? Kann bitte einer von denen aus Dankbarkeit für seine Rettung diesen Nebenmist erledigen und der Held des Spiels macht wieder die Heldensachen? Wie wär's? Einen so krassen Kontrast zwischen Gameplay und Aufgabendesign habe ich jedenfalls noch nie erlebt und dementsprechend ratlos lässt mich das Spiel auch zurück. Das ist schwer zu erklären. Als Einzelkauf für 60 Euro kann ich die Kampagne wirklich nicht empfehlen. Au, was zum Teufel soll das? Als Teil vom Game Pass sollte hingegen jeder Shooter-Fan mal reinschauen. Und tja, für Halo-Fans ist Infinite natürlich trotzdem Pflicht, auch wenn ich hoffe, dass 343 Industries beim nächsten Serienteil wieder stärker auf gute Missionen und weniger auf Open World setzt. Denn bislang galt immer, mehr Halo ist immer gut. Die Zeiten sind jetzt vorbei.